Hallo und herzlich willkommen zu Agrar Aktuell. Schön, dass Sie uns eingeschaltet haben. In der heutigen Sendung zeigen wir Ihnen einen Beitrag über den aktuellen Preisdruck in der Landwirtschaft und ein Schweineparadies im Landkreis Osnabrück. Als erstes aber zeigen wir Ihnen eine Umfrage, was unsere Reporter gestern auf dem Landwirtschaftstag in Oesel erfahren haben. Ja, wie sehen Sie die aktuelle Lage der Landwirtschaft? Die aktuelle Lage der Landwirtschaft sehe ich einerseits etwas kritisch, dass wir auf beiden Seiten oder allen Seiten, wie wir es heute ja auch hier gehört haben, etwas tun müssen und dass wir selber vielleicht auch als Landwirte selber auch einige Punkte kritischer hinterfragen müssen und den Dialog auch finden müssen in der Öffentlichkeit, mehr Öffentlichkeitsarbeit machen. Was uns natürlich immer sehr belastet ist, wie wir in der Öffentlichkeit dastehen, dass wir doch oft zum Übeltäter gemacht werden, das belastet uns doch, glaube ich, sehr. Also im Moment, die finanzielle Lage ist schwierig in der Landwirtschaft und ich glaube auch bei vielen Landwirten ist die emotionale Lage äußerst schwierig. Also die fühlen sich ziemlich in der Ecke und ziemlich alleingelassen. Und ich finde es wichtig, dass wir gesellschaftlich das hinkriegen, dass wir die Arbeit der Landwirte würdigen, ohne dabei alles toll zu finden, was sie machen, sondern in kritischen, konstruktiven Dialog mit ihnen eintreten. Das finde ich wichtig. Ich glaube, die Landwirtschaft steht vor großen Herausforderungen, also sinkende Milchpreise und so weiter. Dann aber noch immer größere Ansprüche durch die Kunden. Das ist ein Job, den möchte ich nicht machen. Aber umso wichtiger, dass es Leute machen und dass sie den auch verantwortungsvoll machen. Gleichzeitig stehen wir vor den großen Herausforderungen, wie es uns gemeinsam gelingen kann, gut und verantwortlich Landwirtschaft und all was damit zusammenhängt, für die Zukunft so aufzustellen, dass davon noch viele Menschen lange leben können. Es ist die Zeit der Familienbetriebe, wo die punkten können und die müssen halt zeigen, dass sie Durchhaltevermögen haben und dann werden sie auch in Zukunft noch bestehen. Ich glaube, dass die Landwirtschaft im Moment vor großen Herausforderungen steht, weil sich gesellschaftlich auch sehr viel ändert, weil die Situation der Landwirte in unseren Dörfern sich auch ändert. Die sind nicht mehr so selbstverständlich Teil einer Dorfgemeinschaft, wie das früher war. Und ich glaube, dass das große Herausforderungen sind, dass das auch schwierig ist für viele Landwirte. Wie sehen Sie die Zukunft der Landwirtschaft, wenn das aktuell so weitergehen würde? Also wenn das aktuell so weitergehen würde, dann wird es schwierig. Es gibt viele Höfe, die keinen Nachfolger haben. Das fände ich ganz schlimm, auch für die Dörfer, wenn in den Dörfern keine landwirtschaftlichen Betriebe mehr sind. Ich hoffe, dass das nicht so kommt. Ich hoffe, dass wir es hinkriegen, dass wir sagen, wir wollen in unserem Land Landwirtschaft weiterhin aktiv haben. Ich denke, Niedersachsen braucht auch die Landwirtschaft mit den vor- und nachgelagerten Bereichen. Ohne die Landwirtschaft sehe es in Niedersachsen ganz schlecht aus. Ich bin aber, was die Zukunft angeht, sehr zuversichtlich, denn weltweit müssen die Menschen immer essen. Und ich halte die Landwirtschaft für eines der krisensichersten Jobs überhaupt. Die Zukunft der Landwirtschaft ist für mich bestimmt nicht rosarot. Junge Menschen müssen sich auf Veränderungen einlassen, aber das muss nicht nur der Landwirt, das muss auch jeder andere in der freien Wirtschaft. Die ist natürlich bedroht, ne? Also zumindest so, wie wir das momentan noch kennen, mit einzelnen Bauern, Familienbetrieben, die ist meines Erachtens bei der Preisentwicklung extrem bedroht. Man darf nicht in alten Strukturen verharren, sondern man muss vielleicht auch bereit sein, mal anders zu denken, quer zu denken und sich zu öffnen für das, was der Markt fordert und was auch der Verbraucher fordert. Und ganz wichtig, nicht immer nur im Strom mitschwimmen, sondern auch mal ein bisschen anders denken als der Nachbar. Dies waren die unterschiedlichsten Antworten auf unsere Fragen. Als nächstes sehen Sie einen kleinen Beitrag über den Preisdruck in der Landwirtschaft. Heute lernen wir zwei Betriebe aus dem Osnabrücker Land kennen. Sie erklären uns die derzeitige Lage auf dem landwirtschaftlichen Markt. Der erste Familienbetrieb wird von Hubert Lammertmann geführt. Dieses ist ein schweinehaltender Betrieb. Der zweite Besuch führt uns zu Bernhard Schielow, der einen Familienbetrieb mit Milchviehhaltung betreibt. Das Problem ist einfach, dass wir solide und wirklich Grundnahrungsmittel erzeugen und dafür keine Achtung bekommen. Es ist äußerst angespannte Lage, die Entlohnung ist auf null runtergefahren. Wir leben letztendlich von der Abschreibung im Moment. Wir können kein Dünger vorkaufen, wir warten einfach drauf, wie die Erlöse letztendlich so im Frühjahr kommen. Ja, der Milchpreis ist eindeutig zu niedrig. Mit den jetzigen Preisen können wir nicht mehr kostendeckend arbeiten. Das führt dazu, dass wir auf den Betrieben nicht mehr genug Geld, um die Betriebsmittel, die wir benötigen, zur Verfügung haben.
nötige Maßnahmen im Stallbau vom Tierwohl her oder so können nicht mehr bezahlt werden, werden dann auch nicht mehr, sei es denn, es wird am Tierarzt gespart oder an der Einstreu, was kurzfristig gemacht wird. Langfristig wird der Strukturwandel erheblich zunehmen und nur noch ganz gut aufgestellte Betriebe werden dieses durchhalten können und kleinere Betriebe werden den kürzeren ziehen und sich nach und nach aus der Milchwirtschaft verabschieden. Also nur die junge Generation, die wirklich mit Leib und Seele Landwirt ist, wird die Betriebe übernehmen. Der Rest wird sich auf dem Pachtmarkt letztendlich wiederfinden. Im letzten Jahr sind in Deutschland ungefähr 3.500 Betriebe aufgehört. Das wird sich auch so fortsetzen weiter. Wobei die Kuhzahl dann nicht abnehmen wird, weil die Betriebe über 100 Kühe oder 150 Kühe einfach kostendeckender arbeiten können. Ja, natürlich würden wir gerne wachsen, nicht um jeden Preis. Wenn ein vernünftiges Auskommen für unsere Familie, sprich wir haben zwei Söhne, die Landwirtschaft gelernt haben, würden gerne beide in den Betrieb einsteigen, dafür ein vernünftiges Auskommen mit unserer jetzigen Betriebsgröße möglich ist, dann reicht uns das natürlich. Der Milchpreis muss mindestens bei 40 Cent plus liegen. Der Verbraucher müsste einfach mehr Geld ausgeben, um diesen Preis zu realisieren. Sonst geht es nicht. Ja, wenn der Lebenseinzelhandel, oder die Supermärkte, die Schlachtbranche, wenn die wirklich die Wertschöpfung nach oben bringen. Was wir uns wünschen, ist eine faire Behandlung durch den Verbraucher. Die derzeitige ideologische Diskussion muss in Realität umgewandelt werden, muss nach Fakten wissenschaftlich fundiert sein und nicht ideologisch. Die Politik muss vernünftige Rahmenbedingungen schaffen. Wünsche für die Zukunft, dass die Einnahmen steigen werden und nicht unbedingt die Ausgaben. Die Lage auf den landwirtschaftlichen Betrieben bleibt weiterhin angespannt. Wenn es so bleibt, werden mehrere Kleinbetriebe die Türen schließen müssen. Und nun kommen wir schon zu unserem letzten Beitrag für heute. Ein Schweineparadies im Osnabrücker Land. Aber sehen Sie selbst. Ich bin Gabi Mörriksmann, Landwirtin, 42 Jahre und habe zwei Söhne, bin verheiratet. Ja, und wir haben einen Landwirtschaftsbetrieb mit Schweinen, Hähnchen, Enten, Biogas und Ackerbau und dies ist hier unsere Schweinehaltung. Also dies war ein 37 Jahre alter Stall und wie das früher so war, hat man Abteil an Abteil gebaut und die mittleren Abteile haben kein Licht. Und da hat man halt gedacht, wie macht man das für die heutige Zeit, so einen alten Stall, wie kann der überhaupt noch den heutigen Standards entsprechen? Und da sind wir eben auf die Idee gekommen, alle Abteile miteinander zu verbinden und jeder Raum hat ein anderes Thema. Die Tiere haben jetzt eine Frischluftterrasse, sie haben 4 Fressbereiche, sie haben 2 Ruhebereiche, sie haben 3 Wühlbereiche, ein Wellebad haben sie, das ist mit dem Wühlbereich integriert. Für den Sommer haben sie Duschen und Kühlungseinrichtungen und ganz große Vielzahl an Beschäftigungsmaterial von Bällen über Ketten, über Wühlmaterial von Heustroh und getrocknete Maissilage, Urgesteinsmehle und. Der größte Mehrkostenaufwand ist natürlich der höhere Arbeitsaufwand. Strohbereiche müssen abgemistet werden, Stroh muss eingefahren werden, Mist muss wieder abtransportiert werden. Das ist der größte Kostenanteil. Also wir haben in diesem Stall doppelt so viel Arbeit, als wenn wir das ohne Stroh betreiben würden. Der Umbau war jetzt eigentlich gar nicht teurer als sonst. Dafür haben wir weniger Aufstallung gebraucht und die Gebäude waren ja eh vorhanden. Wir sind einer von den Betrieben, die in die Initiative Tierwohl reingelost worden sind und bekommen dann im Moment 9 Euro pro Tier Initiative Tierwohl Bonus. Aber das ist dann ja auch nur für eine begrenzte Zeit festgeschrieben und danach brauchen wir natürlich eigentlich eine andere Vermarktung. Wir haben jetzt schon ein paar kleine Abnehmer und vermarkten Teil selbst, aber der Großteil wird über die EGO ganz normal konventionell vermarktet. Wenn ich hier früher mit ohne Stroh 2,5 Stunden gebraucht habe am Tag, brauche ich jetzt schon so 4,5 Stunden am Tag. Aber das natürlich auch 7 Tage die Woche und nicht 5 Tage die Woche. Also wenn wir jetzt noch den ganzen Misttransport und so weiter dazu nehmen, dann sind diese 875 Tiere schon eine Vollzeitstelle.
Und das ist natürlich, das kommt unterm Strich so nicht rein. Normalerweise müssten wir 15 Cent das Kilo mehr kriegen, wenn wir den Tieren so eine Haltung bieten. Man hatte halt die Idee für dieses Konzept und es funktioniert ja auch gut. Und dann hat man natürlich auch, man ist ja schon als Landwirt so, dass man den Verbraucher auch hört. Und er sagt ja immer, ich möchte mehr Tierwohl und ich bin auch bereit, das zu bezahlen. Dann kam vor 2-3 Jahren halt das Tierschutzlabel auf den Markt. Da haben wir gedacht, das ist auch eine Chance, da reinzukommen. Aber bis jetzt ist es halt so, es gibt diese ganzen Vermarktungsformen. Aber es wird noch nicht genug von diesem Fleisch vermarktet, als dass alle Betriebe, die da jetzt im Prinzip vor diesem Programm Schlange stehen, da auch rein könnten. Also im Prinzip ist es so, mehr Landwirte sind bereit, Tierwohlfleisch mit noch mehr Tierwohl zu erzeugen, als es auf der anderen Seite vermarktet wird. Und das ist im Moment ein Problem. Das war schon wieder mit Agrar aktuell für heute. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.